Hallöchen, liebe Freunde, und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich bin wieder aus meinem Bettchen rausgestiegen und habe mir gedacht, jetzt gehst du nochmal auf die Insel zurück und erledigst mal den Rest, der noch hier so rumkreucht und fleucht. Wie zum Beispiel hier die zweite, also eine Blutfliege habe ich schon erledigt, jetzt hier habe ich noch eine entdeckt. Aber wollen wir mal gucken. Ups, Einschlag. Und gleich eine Erfahrung. Blutfliege nicht, Sturmfliege. Gut, okay, ich habe mich an Blutfliegen gewöhnt. Ja, dann schauen wir doch gleich mal hier an unserem Charakterprofil. Wir haben wieder 10 Lernpunkte. Ja, dann werde ich nochmal weiterschauen. Und falls es hier auf dieser kleinen süßen Insel noch was Neues geben sollte, dann werde ich mich wieder melden. Also in der nächsten Szene. Okay. So, da ist ja unsere Hütte wieder. Ach, da fällt mir gerade ein. Vielleicht sollte ich nochmal in mein Inventar gucken. Vielleicht habe ich irgendwie was ganz Besonderes irgendwie bekommen. Stopp. Elixier des Geistes. Na. Mana plus 5, das sollten wir doch mal machen. Ja, ansonsten fällt mir auf, dass ich ganz wenig Heilkräuter habe. Also Heilpflanzen. Und Feuernesseln sollte ich ja auch sammeln. Für meinen Bordmagier. Haben wir nicht. Das heißt, ich habe hier auch keine mehr gefunden und auch keine weiteren Sturmfliegen. Nur, und jetzt passt auf, die Heinis haben wir hier noch. Also die Warane und die Feuerwarane. Da oben. Und ein bisschen mehr Abstand nehmen. Ja, da oben sind sie. Und die kann ich beim besten Willen noch nicht alle machen. Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde mal rüber schwimmen zum Schiff und mir noch ein paar Pfeile anfertigen in der Schiffswerkstatt. Also bis dahin. Oder gehen wir wieder an Bord und schauen mal, ob wir jemanden was mit der Schatzkarte zeigen können. Die habe ich ja schließlich gefunden. Aber als ich von dieser Insel wieder zurückschwamm, gab es immer noch die Meldung, sobald ich alles gefunden habe, sollte ich wieder zum Schiff zurückkehren. Das habe ich hiermit gemacht und der Dandelo hier. Wegen dem Strandgut. Ja, wollen wir mal gucken. Wegen dem Strandgut. Und? Hast du was gefunden? Ja, jede Menge. Ich habe viel Gold, Schmuck und eine Schatzkarte gefunden. Ich habe viel Gold und Schmuck gefunden. Tolle Option. Und eine Schatzkarte, eine Schatzkarte, eine Schatzkarte. Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir erstmal viel Gold und Schmuck. Ich habe viel Gold und Schmuck gefunden. So, dann hat sich dein Ausflug aber richtig gelohnt. Aber es bleibt dabei, was ich gesagt habe. Gib mir meine 100 Goldstücke und ich mache mich sofort ans Kehren. Aha. Was mit der Schatzkarte? Jetzt ist die weg. Ach, du liebes Lieschen. Gucken wir mal. Piratengold. So, ich habe Jones-Truhe. Genau, ich stehe. Aber vielleicht gibt es jemanden an Bord, der mir helfen kann. Ja, das ist jetzt, glaube ich, weg. So, Schiffsdienst. Okay, ich gebe ihm mal 100 Gold, falls ich überhaupt so viel habe. Ja, dann macht er sich sofort ans Kehren. Hier hast du 100 Goldstücke. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Alles klar. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ach so, hier gibt es noch eine schöne Nebenquest. Sagt dir der Name Captain Raubein vielleicht was? Ja, soviel ich weiß, muss es ein alter Pirat gewesen sein. Das war aber auf jeden Fall vor meiner Zeit. Am besten fragst du mal Halvar über solche Dinge. Wenn der mal zu viel gesoffen hat, erzählt er uns oft was über verborgene Schätze und längst zugrund gegangene Piraten. Der kann dir bestimmt mehr erzählen als ich. Ich selbst weiß über diesen Raubein nicht viel. Okay. Hast du noch was zu sagen? Warte mal. Nee, hat er nicht. Also wir haben ihm den Besitz der Schatzkarte nicht verraten. Ja, vielleicht mal abspeichern. Ach ja. Shift fegen haben wir ja wohl gemacht. Nee, Schiffsdienst ist. Es ist mir gelungen, Danulo zu bringen, für mich das Deck zu kehren. Ich werde jetzt mal mit Harald genau reden, melden und so weiter. Also Halvar können wir noch quaken. Oh, Harald ist unten wahrscheinlich.
Aber das machen wir erstmal, wenn wir mit Halva geredet haben. Nach Captain Rau, ich will meine Fähigkeit. Das müssen wir nochmal genau. Dandolo hat mir erzählt, dass du eine Menge Piratengeschichten kennst. So hat er? Das stimmt aber nicht ganz. Ich kenne nicht nur eine Menge, sondern alle. Von jedem Halsabschneider, der diese Meere befahren hat, kann ich dir eine Geschichte erzählen. Dann kennst du bestimmt auch einen gewissen Kapitän Raubein. Captain Raubein? Na klar kenne ich den alten Seeräuber. Was willst du von ihm wissen? Erzähl mir einfach das, was du von ihm weißt. Captain Raubein war einer der gefürchtetsten Seeräuber, die es jemals gab. Er lebte so vor 100 Jahren oder so. Keine Beute war vor ihm und seinen Leuten sicher. Gleichgültig, ob diese zu See oder zu Land zu holen war. Selbst vor den Kriegsschiffen des damaligen Königs hatten er und seine Bande keine Angst. So raubten sie sich ein Vermögen zusammen, was sie aber auch schnell wieder verprassten. So leben die Piraten nun mal. Das hat sich bis heute nicht geändert. Okay, ich wurde ein bisschen unterbrochen, beziehungsweise habe mich selber unterbrochen. Ich muss natürlich mit meinen Fähigkeiten ein bisschen gut umgehen, weil ich will mich natürlich auf dem Bogen verbessern. Ja, Herr Raubein, Schatzfragen, fragen wir doch mal danach. Aber hatte dieser Raubein nicht auch einen riesigen Schatz gehabt? Na klar, so ein richtiger Pirat hat natürlich auch einen ungeheuren Schatz. Den hat er auch irgendwo versteckt. Aber wo, weiß bestimmt kein Lebender mehr. Und wie kam er an den ran? Du sagtest doch eben, dass seine Leute und er alles verprasst hatten. Das stimmt auch. Ja, mit dem Schatz. Wie war das nochmal? Bitte aber die Wahrheit und kein Seemannsgarn. Na hör mal, Halva erzählt keinen Seemannsgarn. Verstanden? Alles, was ich erzähle, ist wahr. Wie war das nochmal? Ist lange her, wo ich die Geschichte... Ah, jetzt habe ich es. Eines Tages entdeckten er und seine Leute eine Insel, die auf keiner Karte eingetragen war. Als sie an Land gingen, sahen sie mehrere Gebäude, die dem alten Volk gehört hatten. Auf dieser Insel haben sie den Schatz des alten Volkes gefunden. Ein riesiges Vermögen, sagt man. Altes Volk. Was ist denn damit gemeint? Ja, wie ging es weiter? Und? Wie ging es weiter? Hat Raubein den Schatz fortgeschafft, oder was? Tja, das kann ich dir leider nicht sagen. Das weiß man nicht so genau. Die einen sagen, dass er die Insel zu seinem Schlupfwinkel gemacht hat und dort bis zu seinem Ende glücklich gelebt haben soll. Und die anderen? Die sagen, dass Raubein den Schatz gar nicht erst heben konnte und dort erbärmlich zugrunde gegangen ist. Das ist wirklich nicht mein Ach, Problem. Und woran sind er und seine Leute gestorben? Nun, ein ungesicherter Bericht erzählt davon, dass es auf der Insel von Untoten förmlich gewimmelt haben soll. Die sollen Raubein und seine Leute platt gemacht haben. Was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. Nach diesem Bericht soll nur einer von Raubeins Besatzung das Ganze überlebt haben. Der soll dann auch diese Geschichte in Umlauf gebracht haben. Angeblich soll dieser Überlebende auch eine Karte zu der Insel und dem Schatz gezeichnet haben. Ja, die haben wir. Also wenn du mich fragst, dann ist das wirklich Seemannsgarn. Nee, das glaube ich ihm nicht. Weil ich habe nämlich Captain Raubeins Schatzkarte gefunden und jetzt hier die neue Gesprächsoption sagt dir der Name Mendoza was. Und dann sagen wir ihm erstmal, dass ich eine Schatzkarte gefunden habe. Ich habe Captain Raubeins Schatzkarte gefunden. Was? Was hast du? Zeig her, die muss ich sehen. Sofort. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich. Jetzt hättest du mich beinahe aus der Fassung gebracht. Mach das nicht nochmal, klar? Wieso? Ist die Karte etwa falsch? Ob die Karte falsch ist, kann ich nicht beurteilen, aber die Position darauf ist es auf alle Fälle. Da gibt es nichts als Wasser, Wasser und nochmals nur Wasser. Mit der Karte ist also nichts anzufangen. Am besten wirft das blöde Ding weg. Aha. Ich weiß ja nicht. Der Lügengeschichten erzählt? Sagt dir der Name Mendoza was? Also wenn du den Piraten Mendoza meinst, dann ja. Das ist allerdings ein Seeräuber unserer Zeit, ein echter Bluthund. Was kannst du mir über ihn erzählen? Es gibt auf unseren Meeren eine ganze Menge berüchtigter Piraten. So wie der alte Greg zum Beispiel. Aber wenn man von Männern wie Greg noch irgendwie Respekt haben kann, dann ist das bei Mendoza unmöglich der Fall. Er und seine Cousinen sind für mich keine Piraten mehr, sondern nur gewöhnliche, ehrlose Banditen auf See. Die gehen buchstäblich über Leichen, verziehen sich aber feige, wenn ein Kriegsschiff des Königs auftaucht. Der alte Greg dagegen ist von anderem Kaliber. Der hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Gefecht mit einem unserer Schiffe. Und er hat sich tapfer gegen unsere Leute gewehrt. Es hat ihm aber schließlich nichts genützt. Man konnte seinen Kahn versenken. Immerhin konnte er sich selbst auf den Staub machen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, es gibt noch immer schöne Fragen.
Wo hat Mendoza seinen Schlupfwinkel? Da könntest du mich genauso gut fragen, was der König heute Abend zu essen bekommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass sein Schiff häufig sowohl bei den südlichen Inseln als auch an den Küsten Varans kreuzt. In Varan verkauft er seine Beute an die Assassinen. Aber auch mit den Orks macht er neuerdings seine Geschäfte. Geschäfte mit den Orks? Was sind das für welche? Na was schon. Sklavenhandel, mein Freund. Das ist seine Ware bei Assassinen und Orks. Schon manche tapfere Schiffsbesatzung, die sich ihm ergeben hatte, hat sich anschließend als Sklaven verkaufen lassen. Deshalb sollte man diesen verdammten Mistkerl so schnell wie möglich das Handwerk legen. Da haben wir ja schon einige Informationen von Halvar bekommen. Das ist ja interessanto. So, da haben wir jede Menge hier. Ja, das ist das, was wir schon eh gehört haben. Ja, dann gehen wir mal runter zu dem Harald. Das ist der Knut. Na, wie geht's dir, Knut? Hier ist noch die Quest, kannst du mir beim Deckfegen helfen? Kannst du mir beim Deckfegen helfen? Da hab ich mich wohl verhört, oder was? Zieh Leine, Mann, aber schnell. Dir werde ich ganz bestimmt nicht helfen. Warte mal. Hey, Knut. Hey, Knut. Hey, Mann, bleib ganz locker. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Ja. Harald, schauen wir mal. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich möchte was über die Paladine erfahren. So, das Deck ist nun, wird nun gekehrt. Das ist wohl sehr wichtig. So, das Deck wird nun gekehrt. Ja, und ich sehe, dass Dandolo für dich die Arbeit macht. Wie hast du das nur geschafft? Ich will es gar nicht wissen. Wer das Deck kehrt, ist mir im Grunde egal. Du hast auf jeden Fall meinen Auftrag erfüllt. Ich bin zufrieden mit dir. Na, das ist doch schön. Was gibt es als nächstes für mich zu tun? Wie ist die Situation auf dem Festland? Ja, was gibt es denn für mich noch zu tun? Was gibt es als nächstes zu tun? Eigentlich müsste ich dich als nächstes das Deck schrubben lassen, aber... Hey, Moment mal. Erst kehren, dann schrubben? Was soll denn das jetzt? Ja, genau. Keine Sorge. Das mit dem Schrubben war nur ein kleiner Scherz von mir. Ach so. Doch wenn du dich weiter bewähren willst, hätte ich für dich noch eine weitere Aufgabe. Und was soll ich bitteschön tun? Etwa den Mast streichen? Nein, wirklich nicht. Obgleich er es bitter nötig hätte. Aber du könntest mal zu unserem Schiffskoch Albin gehen. Im Moment scheint er einige Probleme zu haben. Kümmere dich mal darum. Wenn du fertig bist, kommst du dann wieder zu mir. Okay. Schiffskoch Albin. Na, da wollen wir mal gucken. Wo war der nochmal? Was hat er doch vorher gewusst? Der war, glaube ich, hier, Wulfias. Nee, der war hier nicht. Ach ja. Da geht's zum Lagerraum runter, da kann er nicht sein. Also muss ich noch ein Treppchen höher. Das hat er wirklich So, dann geht's hier hin. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hey Koch, du hast ein Problem. Erzähl mal bitte. Erstmal was fragen, ob er was zu essen für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Na klar, hier hast du deine Suppe. Lecker. Hallo Schiffskoch, kann ich dir irgendwie helfen? Wie, was helfen? Na klar kannst du mir helfen. Und zwar indem du wieder schnell Leine ziehst. Ich habe es nämlich nicht so gern, wenn ihr Matrosen in meiner Küche blöd rumsteht und in meine Töpfe schaut. Schon gut, war nur eine Frage. Bin so gleich wieder weg. Hey, halt, warte mal. Dich schickt doch einer, oder? Hat etwa Harald gesagt, dass du zu mir kommen sollst? Ja, Harald hat gemeint, dass du vielleicht Hilfe nötig hast. Und ob ich Hilfe nötig habe? Du kannst gleich mal zu Wolfgang gehen und mir eine neue Pfanne besorgen. Wie? Eine neue Pfanne? Na klar, Mann. Die alte ist total durchgerostet. Die kann ich wirklich nicht mehr gebrauchen. Ja, das sehe ich. Ganz viele Löcher drin. Ja, dann gehen wir mal zum Wolfgang, dem Lagerbewacher. Ach ja, schön, dass es immer auf dem Schiff noch was zu tun gibt. So, Wolfgang, was? Ich dachte, hier stünde einer. Nein.
So, Wolfgang, ich brauche mal hier aus deinem Lager eine neue Pfanne für Albin. Hallo, ich schicke der Schiffskoch zu dir. Albin, so, und was will er von mir? Er braucht eine neue Pfanne und er sagte mir, dass ich die bei dir bekommen kann. So, und warum kommt er nicht mehr mit der alten zurecht? Wie? Na, weil diese wohl total verrostet ist. Also was ist? Hast du jetzt eine Pfanne, ja oder nein? Natürlich habe ich eine Pfanne. Ich habe sogar mehrere auf Lager. Aber sag mal, willst du die Pfanne kaufen oder willst du sie umsonst von mir? Nun, ich nehme doch wohl an, umsonst. Oder was? Oder hast du damit ein Problem? Ich habe damit überhaupt kein Problem. Doch wenn du die Pfanne umsonst haben willst, dann benötige ich von Albin einen schriftlichen Beleg, warum er eine neue haben will. Wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht mehr richtig. Warum brauchst du in Enos Namen für eine Pfanne einen schriftlichen Beleg? Ganz einfach, weil ich für den Kram hier verantwortlich bin. Deshalb, was glaubst du, wird mir Lord Baldwin sagen, wenn der Spitz kriegt, dass ich das mir anvertraute Zeug bedenkenlos an die Leute verteile? Und vor allem jetzt, wo der Dieb mir schon einiges an Proviant gestohlen hat. Bring mir also erst von Albin einen schriftlichen Beleg und dann bekommst du auch eine Pfanne von mir. Findest du nicht, dass das reichlich übertrieben ist? Übertrieben oder nicht? Ohne Beleg keine Pfanne. So einfach ist das. Ja, liebe Leute, ihr habt's gehört. Auch hier herrscht Bürokratie auf dem Schiff. Ich bin gespannt, was denn Albin dazu sagt. Vor allem, ich habe gar kein Formular gekriegt. Das ist doof. Hätte eigentlich ein Formular kriegen sollen von Wolfgang. Dann wäre es richtig korrekt. Oh, Leutchen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, mal gucken. Hey, Albin, gib mir mal einen Wisch. Bist du ja endlich. Meine Güte, hat das lange gedauert. Wo ist die neue Pfanne? Tja, das war wohl nichts. Wolfgang hat mir keine gegeben. Was? Wieso denn das? Sag bloß, er hat keine mehr. Nun, verkauft hätte er mir wohl eine, aber... Verkauft? Schnickschnack. Er hätte dir gefälligst eine umsonst zu geben. Umsonst hätte ich zwar auch eine bekommen, aber... Aber was? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wenn du mich ausreden ließest, hätte ich dir schon längst gesagt, was los ist. Wolfgang braucht von dir eine schriftliche Bescheinigung, in der du angibst, warum du eine neue Pfanne brauchst. Erst dann bekomme ich das Ding von ihm ausgehändigt. Ja, ist denn dieser Wolfgang von allen guten Geistern verlassen? Tja, auch ich fand das mit der Bescheinigung ziemlich übertrieben. Jawohl, total abgedreht ist das. Und deshalb bekommt er auch keine von mir. Und wie kommst du jetzt an deine Pfanne? Ganz einfach. Du gehst wieder zu Wolfgang hin und sagst ihm, dass er auf seine Bescheinigung lange warten kann. Er soll dir das Ding ohne Kommentar aushändigen. Sonst war es das letzte Mal, dass ich hier an Bord Suppe gekocht habe. Und jetzt mach dich auf den Weg, sonst werde ich heute nicht mehr mit dem Essen fertig. Mein Gott, ihr habt wohl alle eine auf der Pfanne hier. Ich hab da meine eigene. Oh, ja, welch Hickhack. Das erinnert uns an Hinz und Kunz. Ach was. Davon lass ich lieber die Finger. Also sowas Beklopptes. Jo, einmal kurz duschen im Wasser. Wenn das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. So, mal gucken, was Wolfgang dazu sagt. Nee. Gibt keine Bescheinigung. Herrlich. Wegen der Pfanne. Und, hat Albin dir die Bescheinigung gegeben? Nein, er meint, dass dies vollkommen unnötig ist. Du sollst mir die Pfanne jetzt ohne Kommentar aushändigen. So soll ich. Da hat er sich aber gehörig geschnitten. Sag ihm, dass er dann lange auf seine Pfanne warten kann. Meine Güte, so ein Theater wegen einer blöden Pfanne? Findest du nicht, dass du den Bogen langsam überspannst? Nee, das finde ich ganz und gar nicht. Jeder hat anzugeben, warum er etwas von mir haben will. Da werde ich bei Albin keine Ausnahme machen. Oh. Albin sagte mir, dass er dann zum letzten Mal hier gekocht hat. Ja. Und? Was sagst du dazu? Na, wenn schon. Seine olle Fischsuppe hängt mir ohnehin schon zum Halse raus. Sein Essen ist in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Und zur Not kann ich mich auch selbst versorgen. Im Übrigen wird ihm schon die Mannschaft beibringen, dass er sich sowas nicht erlauben kann. Wie kann man nur so stur sein? Ich bekomme also nicht meine Pfanne? Nein, mein Junge. Ohne Beleg keine Pfanne. Und damit basta. So, hier regnet's rein. Wolfgang, du stehst im Regen. Na cool.
Genau an der Stelle regnet's rein. Sehr gut. Ja, liebe Leute, wie lange wird das Spiel noch dauern? Das habe ich noch gar nicht. Mit der Pfanne oder nicht? Das sagt euch jetzt das Sonnenlicht, welches hier irgendwo strahlt. Von mir erfährt keiner was. Ich müsste Und wie sieht's aus? Hast du endlich die neue Pfanne? Nein, Wolfgang weigert sich immer noch, mir eine auszuhändigen. Was? Hast du ihm denn nicht gesagt, dass ich dann nicht mehr kochen werde? Hab ich. Doch das lässt ihn vollkommen kalt. Er sagte mir, dass ihm deine olle Fischsuppe ohnehin schon am Halse heraushängt. Wie bitte? Was hat der Kerl zu meiner guten Fischsuppe gesagt? Ist er denn jetzt völlig verrückt geworden? Er sagte, dass dein Essen immer schlechter wird und... Jetzt reicht's. Von heute an wird gestreikt. Soll er sich doch von dem ungekochten Proviant im Lager ernähren? Ich denke, dass er das auch tun wird. Außerdem meinte er, dass du dir gar nicht erlauben kannst zu streiken, da du ansonsten von der Mannschaft gewaltigen Ärger bekommen wirst. Ich fürchte, dass du wohl oder übel die Bescheinigung wegen der Pfanne ausstellen musst. Nichts da. Wenn der Typ Krieg haben will, dann soll er Krieg haben. Der soll mich kennenlernen. Also findest du nicht, dass du jetzt genauso übertreibst wie er? Hallo, es geht schließlich nur um eine blöde Pfanne. Sowas lässt sich Albin von keinem gefallen. Weißt du das? Du gehst jetzt zu Gernot und sagst ihm, was los ist. Gernot wird ihn schon zurückpfeifen. Dieser Wolfgang soll sich noch wundern. Was? Ich soll wegen dieser lächerlichen Sache zu Gernot gehen? Die Paladine werden mich auslachen. Ja, genau. Ich finde diese Sache ganz und gar nicht lächerlich. Es geht schließlich um mein Ansehen hier an Bord. Also mach dich schon auf den Weg. Na gut, wie du willst. Was? Soll mit dieser lächerlichen Sache... Also wirklich, wie eben schon gesagt, die haben wirklich einen an der Klatsche, an der Pfanne, auf der Pfanne. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, Paladin Gernot gehen. Ich gehe aber erst zum Wolfgang. Mal gucken, was er dazu sagt. Also sowas Beklopptes. Nee. Das ist eine schlimme Sache. Mann. Jo. Hey, Sven, warte wohin? Mal. Okay. Ich hab was anderes gehört. Er war wieder irgendwie beschäftigt hier unten im Lager. Das hat er wirklich nicht gehört. So, Wolfgang. Gucken. Sag mal, kann ich die Pfanne auch bei dir kaufen? Okay. Schöne Option. Sag mal, ich kann doch die Pfanne auch bei dir kaufen. Na klar kannst du die Pfanne bei mir kaufen. Gut. Und was kostet die? Für 20 Goldstücke kannst du eine haben. Hey, jetzt bin ich natürlich in einem Dilemma. Gut, dann kaufe ich eine Pfanne. Das lasse ich erstmal offen. Weil ich ganz gerne wissen will, ob ich tatsächlich dann noch zu Gernot gehe. Ey, Sven, sauf nicht so viel. Und, das ist doch alles nur geredet. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever wäre oder nicht clever wäre. Ich muss es einfach ausprobieren, liebe Leute. Ich bin ganz deiner Meinung. Bertrand, Biowolf, Volker, Erik. Ich weiß, Gernot ist hier oben. Das hat er wirklich nicht verdient. Aber was sagt ein Knackwurst hier? Konrad. Hey, du! Ich das sag dir. Wir haben ein kleines Problem. Okay. Wir haben ein kleines Problem. So? Was gibt es denn für ein Problem? Albin braucht eine neue Pfanne. Doch Wolfgang will sie ihm ohne Bescheinigung nicht geben. Ach was? Und was, bitteschön, ist das Problem dabei? Nun, Albin will ihm die Bescheinigung nicht geben, weil er der Ansicht ist, dass Wolfgang ihm die Pfanne auch so geben muss. Sag mal, seid ihr jetzt vollkommen verrückt geworden? Was fällt euch ein, mich wegen einer solch lächerlichen Sache zu behelligen? Sag ich doch. Das klärt ihr mal ganz schön alleine unter euch. Jo. Toll, da darf ich wieder 20 Gold ausgeben hier. Ah. So, okay. Nee. Darf halt nicht alles glauben, was man hört. Oder? Moment. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Kann ja sein, dass hier noch irgendwie eine Zwischenoption ist. Das war doch hast du was zu essen? So, Albin, ich hab nun deine Pfanne. Hä, wieso denn das?
Ich habe ja keine gekauft. Hab wahrscheinlich welche im Inventar, ne? Da ist doch schon eine Pfanne. Soll ich die jetzt verschenken? Nee, die verschenke ich nicht. Ich möchte die Quest abschließen. Das hat er wirklich nicht verdient. Dann kaufe ich halt eben für 20 Goldstücke die Pfanne ab. So what? Davon lasse ich lieber die Finger. Ja. Wolfgang. Gut, dann kaufe ich eine Pfanne. Gut, dann kaufe ich eine Pfanne. Bitteschön. Macht wie gesagt 20 Goldstücke. 20 Gold gegeben und Pfanne bekommen. Siehst du, jetzt haben wir zwei. Gut, dann gehen wir zum Albin hoch, geben ihm die Pfanne, hauen ihn einen über den Schädel damit, weil er so bescheuert ist. Das ist doch alles nur Gerede. Ist doch wahr. Ich hab da meine eigene Meinung. Und vielleicht ist dann diese Quest abgeschlossen. Ich hab das anders gemacht. So, Albin, ich habe nun deine Pfanne. Aha, hat Gernot Wolfgang jetzt Beine gemacht? Das war nicht nötig. Er hat sie mir so gegeben. Na, sowas. Hat er wohl kalte Füße bekommen, der alte Brummbär, was? Aber mir soll's recht sein. Her mit dem Ding. Jetzt kannst du endlich ans Kochen gehen. Ja, das ist schön. Was? Ah, war das jetzt alles? Mal gucken. War das jetzt alles? Oder hast du sonst noch was für mich zu tun? Fische. Wie? Ach so, ja. Etwas könntest du noch für mich tun. Und das wäre? Vielleicht einen neuen Herd besorgen? Nee, der alte tut es noch eine Weile. Aber ich brauche Fische. Und zwar jede Menge Fische. Oh. Mir ist nämlich der Vorrat für meine Fischsuppe ausgegangen. Ich denke, dass 2 Dutzend Fische ausreichen werden. Oh Gott. Was? Also 24 Fische willst du? Wo soll ich die bitte schön auftreiben? Na, bei Wolfgang natürlich. Der lagert doch den Proviant in seinen Kisten und Fässern. Na, hoffentlich will er dafür nicht auch noch eine Bescheinigung. Bescheinigung? Wieso? Ich denke, das haben wir ihm ausgetrieben. Schon gut. Ich mach mich schon auf den Weg. Ich wundere mich über Ach ja. Mehr. Ach ja, ich habe ja selber 24 Fische. Das ist schön. Wie schon gesagt, aber trotzdem, ich möchte die Quest verflüssigen, also nicht irgendwie selber. Wieso verlaufe ich mich immer hier? Yeah! Fische, Pfanne. Da wird der Fisch in der Pfanne verrückt. So, auf zu Wolfgang. So, jetzt brauche ich noch Fische. Gib mal Fische. Umsonst bitte. Albin, schick mich nochmal zu dir. So, und was hätte denn der gute Albin jetzt gerne von mir? Jetzt hör bloß mit dem dämlichen Grinsen auf. Albin möchte, dass du mir 2 Dutzend Fische gibst. Tut mir leid, kann ich dir nicht geben. Was soll denn das jetzt heißen? Sag bloß, dass du für die ebenfalls eine Bescheinigung haben willst. Nee, mein Junge. Die könntest du ohne Bescheinigung von mir bekommen. Genauso wie alle anderen Lebensmittel, die Albin für das Zubereiten des Essens braucht. Aber es gibt ein anderes Problem. So, und was ist das für ein Problem? Bin keine da, wa? Ganz einfach, ich hab nur noch 5 Fische. Okay. Den Rest des Fischebestandes hat mir dieser Dieb gestohlen. Was übrig ist, aber kannst du gerne von mir haben. 5 Gegenstände erhalten, Fisch. Ja, okay. Ja, auch gut. Jeder Gang macht schlank. Ich kann das nicht glauben. Meinst du, mir geht es besser? Jetzt bin ich gespannt. Dann müssen wir ihm noch ein paar... Aua! Oh, mein Schädel. Ich habe die 24 Fische, die du wolltest. Na, dann lass mal sehen. Und? Bist du zufrieden? Jo, das hast du gut gemacht. Hier hast du eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Nee, mein Junge, jetzt komme ich klar. Vielen Dank noch. Man darf halt ja nicht alles okay sagen, was man hört. Dann haben wir auch das erledigt. Erfüllte Mission, Fische vor allem Hilfe für den Schiffskoch. Dann gehen wir mal wieder rüber zu Harald und berichten ihm davon, dass wir dem Koch geholfen haben. Nee, ne? Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo dieser Harald jetzt ist.
Wo ist er denn? Er das? Ah, weil übt. Er übt. Okay. Hey du! Ich habe alle Aufgaben bei Albin erledigt. Gut, dann habe ich schon eine Sorge weniger. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Hast du sonst noch eine Aufgabe für mich? Im Moment nicht. Du kannst dich also getrost jetzt anderen Aufgaben zuwenden. Aber halt, ich soll dir ja ausrichten, dass du zu Gernot kommen sollst. Am besten machst du dich direkt auf den Weg. Ich denke, dass es um deinen Sold geht. Oh, ich werde bezahlt. Mal gucken, ich möchte jetzt alle Aufgaben erledigen. Also ich habe jetzt alle Aufgaben erledigt, die du mir aufgetragen hast. Und Harald, wie sieht es aus? Alles klar? Kannst du mir sagen? Ja, an dieser Stelle beende ich diese Folge und in der nächsten Folge geht's natürlich weiter. Danke fürs Zusehen, gib mir einen Daumen, schreib einen Kommentar und viele Grüße von mir und auch an andere. Tschüss.